Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins. Wir versuchen jetzt hier einzudringen. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Holt mich hier raus! Bist du denn? Ah. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Was? Holt mich hier raus! Na komm her. Ist da jemand? Hey, was? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Na komm her. Hey! Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe! Ist da jemand? Seid verflucht! Holt mich hier raus! Halt deine Klappe. Geht es euch gut? Hier sind noch vier andere Priester. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Hey! Wo ist der Priester, den ich verhört habe? Er ist tot, mein Herr. Findet mehr Priester! Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Die Götter werden dir nicht vergeben! Dies ist ein heiliger Ort, der Tempel des Amun. Aber ich vermag nicht, es richtig zusammenzusetzen. Ich bin sicher, dass ihr eine Lösung findet, mein Herr. Sei nicht so ein erbärmlicher Stiefellecker. Was? Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren.
Die Götter werden dir nicht vergeben. Wer weiß, ob es hier sicher ist. Kann ich überhaupt so einen, der gerade mal eine Stufe unter mir ist, einfach so erledigen? Shit. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Die Götter werden dir nicht vergeben. Hey, was? Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Hier gibt es auch schöne viele Sachen zu entdecken. Du kommst nicht vorbei! Unser Meister blutet! Schnell! Zum Glück können die nicht von überall Hilfe rufen, ey. Aha. Tod bestätigen. Zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaften. Tugend? Ha? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Nochmal! Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey, hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Ist gut. Kommt, kommt. Was jagen wir denn? Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei.
Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Ah, oh nein, ich hab sie verscheucht. Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Wir machen es. Zusammen. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Super. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche, tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Chenzira. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh. Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Los! Oha, harte Worte. Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ich treffe ihn! Achtung! Ha!
Der Typ war heftig. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Jetzt kriegen wir also einen kleinen Geschichtsexkurs noch, nachdem wir ihn getötet haben. Jedenfalls physisch. Wir sind froh, dass du hier bist, Magi. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Schweig! Die reden ganz schön viel, deswegen bin ich etwas öfter ruhig jetzt. Die haben meinen Sohn. Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden aufkommen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Da halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Ja. Was soll das? Stopp! Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Die Schlange ist schuld, dass unser Sohn tot ist. So halb. Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich.
Oh, ich wollte eigentlich auch noch die restlichen Priester retten. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Ja, ich wollte aber eigentlich noch die Priester befreien. Hallo? Der Ibis ist erledigt. So, Stufenaufstieg, Fähigkeiten. Gefangen im Tempel? Nee. Der Ibis. Da, jetzt wollen wir erstmal die restlichen Priester befreien, aber das müssen wir leider in der nächsten Folge machen, denn die ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr dann bleibt. Bis dann, haut rein.